Das finde ich klasse. Dieser brandneue Tischbandschleifer von Proxon macht eine Sache total anders als seine Mitbewerber und könnte deshalb das Tischwerkzeug sein, das du in deiner Werkstatt brauchst. Bleib dran und ich zeige dir, was den TB50 von Proxon so besonders macht. Hallo Flugmodellfreunde! Um es gleich vorwegzunehmen, den Tischbandschleifer, den haben wir von Proxon zur Verfügung gestellt bekommen. Das hat jedoch keinen Einfluss auf meine Bewertung. Warum ich Proxon-Werkzeuge, die auch ihre Schwächen und Grenzen haben, oft und sehr gerne einsetze, das habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt. Der neue Tischbandschleifer hat das Zeug, mich wieder einmal zu überzeugen. Und das hat zwei Gründe. Erstens kann ich ihn vielseitig einsetzen. Aber zweitens finde ich die Verwendung des Schleifbands, das löchrig ist wie ein Nudel- oder Mehlsieb, einfach genial. Aber ich fange mal von vorne an und stelle euch den TB50 erstmal kurz vor. Zum Lieferumfang gehören das Tischwerkzeug selbst, ein Winkelanschlag, eine Bedienungsanleitung, ein Gummistutzen zum Anschluss eines Werkstattsaugers und drei verschiedene Netzschleifbänder. Der Aufbau des Tischbandschleifers selbst, ja, der ist klassisch gehalten. So kennt man das auch von Geräten anderer Hersteller. Es gibt einen 210 x 145 mm großen Auflagebereich aus Aludruckguss und der ist plangefräst. An der Seite kann ich den Winkelanschlag befestigen. Der ist von 0 bis 90 Grad einstellbar, um Gärungen zu schleifen. Im Gehäuse eingelassen sind ein Einschalter und ein Ausschalter. Das finde ich auch besser und sicherer als einen klassischen Wippschalter. Ja, und hier an der Seite ist der Anschluss zur Montage eines Absaugstaufs angebracht. Bei einem Schleifgerät eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber Leute, nutzt den auch, denn Schleifstaub, der gefährdet eure Gesundheit und da sollte man echt nicht nachlässig sein. Ich selbst bin ja gespannt, wie gut das hier mit der Absaugung funktioniert und komme da gleich auch nochmal drauf zurück. Der Rollentisch hier, der ist ebenfalls in einem Bereich von 0 bis 90 Grad schwenkbar. Mit dem TB50 kann man also in der Ebene, aber auch in jedem beliebigen Winkel größere Teile schleifen. Praktisch finde ich, dass man das hier an der großen Winkelskala ganz einfach den gewünschten Winkel ablesen und damit ja auch einstellen kann. Zum Wechseln eines Schleifbands kippt man den Rollentisch und entfernt diese beiden Kunststoffwannen. Die sind an zwei Stellen mit Rändeschrauben fixiert und lassen sich relativ einfach abnehmen. Übrigens, diese Wannen sind Teil des Absaugsystems und nach einem Bandwechsel natürlich wieder zu montieren. Die Spannung des Schleifbands auf dem Rollentisch wird über diesen Spannhebel sichergestellt. Löst man diesen, lässt sich das Schleifband ganz einfach entfernen. Nach dem Tausch einfach den Spannhebel wieder umlegen. Ja, und zur Feineinstellung gibt es hier an der Seite noch eine weitere Rändeschraube. Dreht man daran, erhöht sich erstens die Spannung des Schleifbands und zweitens kann man damit auch den exakten Rollenlauf einstellen. Das funktioniert, ist aber ein bisschen tricky. Das muss man wirklich in sehr feinen Nuancen drehen. Eine winzige Veränderung, ja, die hat gleich große Folgen. Also hier hätte ich mir schon gerne etwas mehr Grobmotorik gewünscht. Hier an der Seite ist übrigens auch noch eine kleine Auflage zum Schleifen integriert. Die ist praktisch, wenn man beispielsweise mal schnell einen Carbon- oder Holzstab entgraben möchte. Bevor ich zum Highlight des TB50 komme, kannst du mir einen Gefallen tun und den Abo-Button anklicken. Wenn du dann noch die Glocke aktivierst, verpasst du künftig keine Videos mehr auf dem Flugmodellkanal. Dein Abo unterstützt uns und ist eine große Hilfe für den Kanal. Also, vielen Dank! Komme ich doch mal zu dem, was den TB50 so besonders macht. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich meine, das ist in dieser Klasse sogar einzigartig. Bei Profigeräten mag das Standard sein, aber bei klassischen Baumarkt- und Hobbyprodukten ist mir das neu. Gemeint ist die Absaugung von Schleifstaub durch dieses Netzband mit dem Namen Apranet von der Firma Mirka. Der Hersteller Mirka ist im Profi- und Industriebereich aktiv und bekannt. Und mit Proxon kommt dieses Produkt jetzt auch dem Hobbymodellbauer zugute. Dieses 50 x 533 mm große Schleifband ist so löchrig wie ein Nudel- oder Mehlsieb. Eigentlich ist das mehr ein feinmaschiges Gitter im Rautenmuster. Und durch diese Maschen
kann auch der Staub dringen, der beim Schleifen entsteht. Ja, der Clou ist aber, dass im vorderen Drittel des Rollentisches ebenfalls Löcher, und zwar dreieckige, eingebracht sind. Durch diese wird der Staub einfach von innen abgesaugt. Darum ist der Rollentisch im unteren Bereich auch von diesem Gehäuse umschlossen. Schließt man jetzt eine Absauganlage an, entsteht ein Saugdruck, der den Staub absaugt. Naja, soweit die Theorie. Ob das auch in der Praxis funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Der TP50 ist, wie gesagt, brandneu und steht erst einige Tage in meiner Werkstatt, sodass ich an dieser Stelle auch nur einen ersten Eindruck wiedergeben kann. Und der lautet, ja, ich bin vom TP50 begeistert. Schaut euch mal das Netzschleifband an. Das hatte ich benutzt und das ist nicht zugesetzt, sondern weitgehend frei von Rückständen. Bei einem normalen Schleifband, da kann man schon mal Pech haben und das Band ist nach wenigen Einsätzen so zugesetzt, dass man es austauschen muss. Klar, das hängt natürlich auch davon ab, was man schleift. Also weiches Holz wie Balsa ist da eher unproblematisch, aber hartes Holz oder schichtverleimtes Holz, beziehungsweise auch behandeltes Holz, ja, das kann so ein Schleifband auch mal in Windeseile zusetzen. Naja, wie das dann hier so wirklich ist, ganz ehrlich, das muss ich auch noch weiter austesten. Aber was mich noch begeistert, ist das Absaugsystem. Staub in der Werkstatt lässt sich ja auch reduzieren und sollte man definitiv vermeiden. Ja, und der TBT, der saugt den Staub auch wirklich effektiv ab. Das Netzschleifband, die Löcher im Rollentisch und unten dieses geschlossene Absauggehäuse, die funktionieren zusammen richtig gut, so mein erster Eindruck. Denn ob es da wirklich was zu bemängeln gibt, auch das wird sich mit der Zeit zeigen. Was mir jetzt jedoch schon aufgefallen ist, das ist, dass hier dieser Anschlagwinkel, naja, der ist nicht ganz exakt. Also der rechte Winkel, der beträgt keine 90 Grad, sondern minimal mehr, so etwa 19,5 bis 91 Grad. Ob es am Winkel liegt oder an mir und ob ich was falsch eingestellt habe, das muss ich noch rausfinden. Ja, und bis zum Testbericht im Flugmodell 6 2024 habe ich darauf sicher auch eine Antwort. Schaut da einfach mal rein. Beim Schleifen ist mir jedenfalls aufgefallen, dass bei größeren Holzstücken und bei höherem Druck auf das Schleifband Partikelklumpen entstehen können, die vom Band mitgerissen und dann weggeschleudert werden. Verringert man den Druck, reduzieren sich dadurch auch die Partikelklumpen. Ja, und bei kleineren Holzstücken wird der Holzabtrag eigentlich ganz gut vom Absaugsystem erfasst. Dieser typische feine Holzstaub, der wird jedenfalls immer sehr zuverlässig abgesaugt. So mein Eindruck. Denn schaltet man die Absauganlage zum Vergleich mal aus, dann kann sich der feine Staub eben ungehindert in der Werkstatt verbreiten. Ja, in Bezug auf den feinen Staub funktioniert das Absaugen hier bei dem TP50 also ganz gut. Noch ein kleiner Tipp, weil der TP50 und mein Werkstattsauger richtig viel Lärm machen, benutze ich hier so einen Gehörschutz. Den kann ich euch auch nur empfehlen. Und naja, klar, Schutzbrille und Staubmaske sind eigentlich auch nie verkehrt. Aber das ist ein Thema für ein ganz anderes Video. Soweit mein erster Eindruck zum TP50. Was denkst du über den neuen Tischbandschleifer von Proxon? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Tschüss und viel Spaß beim nächsten Video auf dem Flugmodellkanal.